Hallöchen, ihr bärtigen Barbaren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles Age of Calamitous hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr an mich gedacht habt. Freut mich sehr. Nach unserer Reise in die namenlose Stadt, wo wir ja ganz alleine unterwegs waren und die Grauen des Krieges erleben mussten, sind wir jetzt wieder da gestärkt und bereit zu neuen Untaten. Und ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen geschaut. Ich habe ein paar neue Talente gelernt. Ich habe gelernt Gemcrafting habe ich gelernt. Und ich habe die ersten Age of Calamitous Werkzeuge gelernt. Hier seht ihr, nee, das ist hier Master Furnace. Hier seht das. Genau, das sind die Sachen, die wir jetzt herstellen können. Unter anderem haben wir hier auch die Howling Banshee, Sanguis da, ne? Das sind diese Sanguis-Sachen und das haben wir quasi neu dazugelernt. Und ich möchte heute mal gucken, wie weit wir kommen. Also was wir uns davon schon herstellen können. Dementsprechend habe ich vorhin gerade noch die Gem Crafting Bench gelernt, denn ihr seht das hier schon. Wir brauchen, nicht hier, sondern da. Wir brauchen für das Evarium Metal, was ja die nächste Stufe quasi ist, brauchen wir einen Topaz. Topaz haben wir aktuell noch nicht, aber wir haben hier noch Topaz, Uncut Topaz haben wir. Genau. Das heißt, wir schauen jetzt mal, ob wir da ein bisschen was herstellen können von. Wir brauchen 20 geformtes Holz für die Werkbank erstmal. Das machen wir mal an der Stelle. Schnappen wir uns mal 20 geformtes Holz. Und dann bauen wir uns diese Werkbank. Vielen lieben Dank an dieser Stelle übrigens für eure Unterstützung. Wenn ihr dieses Video hier liked und kommentiert, freut mich immer sehr. Ich habe es nicht hinbekommen. Das ist ja schrecklich. Also ich habe es schon hinbekommen, mein Video zu liken. Nein, ich like natürlich selbstverständlich nicht meine Videos. So, jetzt aber komm. Ja, jetzt hat es geklappt. Wenn ihr euch übrigens für Conan Exiles und Survival-Spiele interessiert, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Ich habe heute mal wieder so ein bisschen in meine YouTube-Statistiken geschaut. Und ich sehe immer, da sind ganz viele Leute dabei, die diesen Kanal nicht abonniert haben. Es lohnt sich, meine Lieben. Kann ich an dieser Stelle nur sagen. Das heißt, abonniert doch gerne. Ich freue mich drüber. Und für euch ist es auch nicht von Nachteil. Ihr kriegt dann nämlich immer Benachrichtigungen, sofern ihr die Glocke aktiviert habt. Wann immer ich ein Video hochlade. Zweimal am Tag übrigens. Manchmal auch dreimal. Aber da muss ich schon sehr gut drauf sein. So. Jetzt schnappen wir uns hier die ganzen Edelsteinchen und legen die mal hier rein. Und dann schauen wir mal, wie viel Topaz wir rausbekommen. Ich gehe davon aus, nicht viel. So, jetzt müssen wir erstmal Topaz Shards herstellen. Da können wir 39 herstellen. Das geht Gott sei Dank sehr schnell. Ja, so ein paar kriegen wir sogar. Das ist cool. Das ist sehr cool. Zack, zack, zack. So, und dann können wir jetzt 9 Topasse herstellen. Super, dann machen wir hier doch auch gleich mal. 50 Sapphire Shards können wir uns leisten. 50 Ruby Shards können wir uns leisten. Und dann nochmal ein paar hinterher. So, damit wir das, müssen wir mal alles so ein bisschen sauber haben hier wieder. Mal alles zu verarbeiten, was man so hat, ne? Das ist immer eine ganz gute Idee. So, dann legen wir den Topaz hier mal rein. Und dann schauen wir mal. Jetzt fehlt uns noch Chromium. Können wir denn dieses Chromium? Dazu brauchen wir Carbon. Ist jetzt die Frage. Woher kriegen wir Carbon? Haben wir hier Carbon im Inventar? Nein, wir haben noch kein Carbon. Wir haben ein Cabron. Das ist hier der Vollstrecker. Das ist unser Cabron. Aber Carbon haben wir noch nicht. Okay. Hier ist auch kein Carbon drin, ne? Nee. Gut. Das heißt, wir müssen uns auf die Suche nach Carbon machen. Da schaue ich jetzt gleich mal schnell nach, woher wir das bekommen. Und dann werden wir das farmen, denke ich. Oder herstellen, falls es hergestellt werden kann. Man muss immer wieder mal so ein bisschen nachgucken. Age of Calamitous ist unglaublich umfangreich. Da muss man hin und wieder mal Infos recherchieren, kurz. So, aber jetzt wollte ich nochmal schnell gucken, wie viel brauchen wir? Wir brauchen 3 Evarium. Wir brauchen einen Haufen Chromium.
Das Chromium ist kein Problem, ne? Da haben wir noch gut Kobaltohr, haben wir. Wir haben auch noch Aluminium. Das ist überhaupt kein Thema. Aber es fehlt einfach an Carbon. Und das können wir auch nicht herstellen hier. Gut. Na, das ist ja gut zu wissen. Dann haben wir ja schon wieder ein Abenteuer für heute. Das ist ja prima, oder? Freut euch auch immer so, wenn ihr wisst, was ihr zu tun habt, welche Abenteuer euch erwarten. So. Dann gucke ich mal schnell nach und wir sehen uns in wenigen Sekunden wieder, wenn ich hier ein bisschen klar Schiff auch noch gemacht habe. So ein bisschen klar Schiff können wir noch machen, glaube ich. So, ich habe nachgeschaut. Im Dschungel sieht's mit Carbon recht schlecht aus. Das Zeug bekommt man nämlich von Kohle. Aber ich habe jetzt mal geschaut, hier unten, da sollen mehrere Kohlespots sein. Und die werden wir uns jetzt einfach mal hier schnappen mit dem Vollstrecker. Und da wir dort noch nicht waren, können wir da mal hinschauen, würde ich sagen. Ist wieder ein kleines Abenteuer. Mal gucken, was dort so los ist in dieser Gegend. Außer Kohle. Ja, ist klar, dass wir keinen Carbon haben, ne? Wenn wir Kohle dafür brauchen. Denn Kohle haben wir ja nie gesammelt. Wir haben immer mit Holz oder Öl geheizt. Hauptsächlich war es Öl. So, was ist denn hier schon wieder los? Ach, die Schuhschnäbel-Lümmels wieder. Mensch. Die gehen ja gar nicht. Ah, ist schon tot. Okay. Gut. Mal gucken. Oh, naja. Ein bisschen was. Ein bisschen was ist es. Keine Eier. Aber muss ja nicht immer sein. Gut, dann gebe ich euch an dieser Stelle mal einen kleinen Fast Forward. So, wir sind so gut wie da. Und da vorne ist eine Dschungelbestie und die sieht sehr bosshaft aus. Vielleicht töten wir die. Hm. Warum eigentlich nicht? Ja, das ist auf jeden Fall dieser Ort. Dieser ominöse, wo wir ganz viel Kohle finden sollen. Ich weiß, coole Spots gibt es natürlich noch viel, viel bessere und so, aber wie gesagt. Regionale Produkte. Darauf setzen wir. Im Kult des Schwarzen Mondes. Und im Endeffekt sind wir jetzt gerade so ein bisschen in der Vorbereitungsphase für den ganzen Age of Calamitous Content. Ne? Das ist also, wir müssen jetzt AOC-Rüstungen herstellen, AOC-Waffen herstellen. Oh, mal gucken, was das Vieh so kann. Außer böse sein. Ja, ist nur ein... Oh, das ist ein Totenkopf-Boss, aber einer, der es in sich hat, ne? Alter Verwalter. 13.000 Leben. Das ist nicht ohne. Ein reptilisches... Hey. Ein reptilisches Monstrum. Ja, den kleinen kriege ich down. Ich finde es schade, dass man die nicht zähmen kann. Die sehen irgendwie schon cool aus. Sind so ein bisschen Badass-Nashörner. Och, komm schon. Ey. Was willst du? Ey, hallo. Entschuldigung. Ich glaube, es hackt. Immerhin droppen sie exotisches Fleisch, das ist gut. Prima. Oh, der droppt einen Dietrich?
Hat er dann hier auch eine kleine Truhe? Das ist ein Sternboss, ein Totenkopfboss, der tatsächlich einen Dietrich droppt. Spannend. Kohle haben wir übrigens noch gar nicht gefunden, ne? Wir wurden wieder abgelenkt. Aber das ist okay in dem Fall. Also wie gesagt, wir bereiten uns jetzt gerade so ein bisschen auf AOC vor. Wir brauchen auch noch epische Rüstungen. Wir brauchen immer noch einen Rüstungsmacher, ich weiß. Dagons Klaue. Und ja, jetzt schauen wir mal. Mit dem Evarium-Zeug könnten wir zumindest schon mal halbwegs vernünftige Waffen für Bombardiner herstellen. Ne? Der Bogen, der wäre schon was. Okay, also hier oben ist nichts. Ich weiß jetzt nicht, wo diese Truhe ist. Ich suche sie jetzt auch nicht gesondert. Wäre die jetzt irgendwo hier in der Gegend, würde ich sie mir holen, aber ich habe es ja schon mal erwähnt, wir brauchen ja ohnehin einen Dietrich. Einen übrigen. Und dann nehmen wir halt den. Genau. Dagon übrigens aus dem Lovecraft-Universum, meine Lieben. Irgendwann werde ich euch mal mehr dazu erzählen können. Aktuell nicht. Ich lese gerade tatsächlich das alte Lovecraft Cthulhu-Dingsbums, die vollständige Sammlung Teil 1. Wenn ich mal immer ein bisschen Zeit finde zum Lesen, ne, dann lese ich da wieder mal so ein bisschen und schaue mir die alten Gruselgeschichten an. Da ist auch was von Dagon drin. Werden wir uns irgendwann erzähle ich euch mal was dazu. Vielleicht, wenn wir in den Dagon Dungeon gehen. Bitter Grenilla Plants brauche ich übrigens auch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau für was, aber. Ah ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Die brauchen wir für unsere Sanguis Death Cauldron. Genau, dafür braucht man nämlich diesen Bitter Grenilla Dust. Na. So. Also lohnt sich dieser Ausflug hier auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Ausflug. Wir kriegen einen Haufen Zeug rein, nur bislang noch keine Kohle. Wenn jetzt noch Kohle kommt, ne? Mensch, dann aber. Da ist die Fluchmauer. Das sind so schöne Inseln da hinten, da würde ich gerne hin, aber da überleben wir nicht. Leider. Na, meine interaktive Karte wird mich doch wohl nicht verarscht haben, oder? Das wäre aber sehr gemein. Ich bin mir sicher, sie hat uns nicht verarscht. Und so oder so, es hat sich gelohnt. Ne? Wir kriegen hier richtig schön Bitter Grenilla rein. Oh, da sind nochmal ein paar mehr dieser Dschungelbestien. Also eigentlich sollte hier schon lange Kohle sein. Wo ist die verdammte Kohle? Eisen haben wir hier. Bringen auf jeden Fall gut EP, diese Viecher. Können leider aber nicht mit echten Nashörnern mithalten. Die fliegen nicht so schön hier. Da ist nochmal eine. Komm, mach kaputt. Vollstreckerino. Sie gehört dir. Verdient dir dein Essen. Im Endeffekt, das, was wir hier sammeln, landet ja eh in deinem Magen. Ja, hier gibt's echt. Ich finde hier echt keine Kohle. Bisschen Wundsekret schadet auch nicht. Können wir alles brauchen?
Aber das, weswegen wir hergekommen sind, das finden wir hier natürlich wieder nicht. Also eigentlich müsste das Zeug auf der Hauptinsel sein. Wahrscheinlich bin ich schon 10-mal an Kohle vorbeigelaufen und habe es einfach nicht gemerkt. Und dann darf ich mir den Kommentaren wieder Spott und Hohn anhören. Aber hier ist halt wirklich nichts. Vielleicht auf den Bergen, auf den Bergen hier oben, aber... Will ich jetzt echt kraxeln für ein bisschen Kohle? Oder will ich einfach... Oder will ich mich einfach in Richtung Schwarzer Galeone begeben und dort... farmen? Macht wahrscheinlich mehr Sinn, einfach den Ort zu wechseln, ne? Es macht wahrscheinlich mehr Sinn, einfach woanders hinzugehen. Es ist übrigens so, die Schuhschnäbel droppen alle Eier. Nur gefühlt. Ah, das ist ein Gefühl. Also zumindest... glaube ich, dass alle droppen. Zumindest ist mir noch nichts Gegenteiliges aufgefallen. Gefühlt sind aber die rosa Schuhschnäbel am schwächsten in Sachen Eierdrops. Aber das kann natürlich Zufall sein. Man muss immer das Element Zufall bedenken. Also ich finde hier nichts. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach woanders hin. Wir machen einen Location-Wechsel. Wo ich weiß, wir werden dort Kohle finden. Hier ist es definitiv. Also ich... ja, da vorne, oder? Ein bisschen. Nee, das ist doch nur Stein. Jetzt habe ich mich schon gefreut. God take you. Also Bombi hat sich von der Map verarschen lassen. Ja, gut. Na dann gehe ich wieder heim, aber war trotzdem cool hier. Hat sich sehr gelohnt. So oder so. Aber wir gehen jetzt wieder heim. Wir holen uns. Wir gehen woanders hin. Und wir sehen uns dann dort am Spot, würde ich sagen. Wo auch immer wir rauskommen werden gleich. Und da sind wir wieder. Kurz vor Sepameru. Ja. Das ist ein guter Ort. Würde ich sagen. Hier werden wir auf jeden Fall was finden. Im schlimmsten Fall in der Silbermine. Da gehen wir nämlich heute auch noch rein. Wir müssen es leider machen. Unsere Giftvorräte sind äußerst niedrig. Das heißt, wir müssen leider Gottes nochmal die Skorpionskönigin töten. Das tut mir immer so ein bisschen... Die Skorpione fliegen tief. Leute, ich glaube, es gibt Frost. Das tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Aber Schneestürme kündigen sich immer durch tief fliegende Skorpione an. Ich weiß übrigens, im Dschungel gibt es natürlich noch mehr Spots für Kohle und so, aber ganz ehrlich, wir haben es ja hier. Wir haben es ja hier auch und die Reise ist jetzt auch nicht viel weiter. Und im Dschungel, das sind, finde ich, eher langweilige Spots. Und wie gesagt, ich habe mir dann gedacht, naja, dann gehen wir halt in die Mine. Wir brauchen ja sowieso das Gift. Nur leider wird ja da der Vollstrecker nicht mitgehen, weil Bug. Da oben ist auch nochmal. Ach nee, das ist Silber. Okay, nehmen wir auch hoch. Na komm. Wollen wir mal nicht so sein. Gib ein bisschen Titanium, gib ein bisschen Amethyst, ist auch okay. Wir brauchen das ganze Zeug so oder so. Irgendwann. Und was ich jetzt hier schon farme, das muss ich dann später nicht mehr in der namenlosen Stadt farmen. Da soll es nämlich hingehen. Demnächst. Na gut, wir gehen rein. Ich armes Schwein.
Gehe in die Mine rein. Und ich finde es ja echt schade, dass die so verbuggt ist, diese Mine. Ich finde die Silbermine nämlich als Dungeon eigentlich echt schön. Das ist wirklich ein schöner Ort. Und auch ein spannender Ort. Ich mochte den Boss früher, der hat ja mal funktioniert. Und das war echt cool. Der war schön zu legen. Das war ein cooler Boss. Der war spannend. Der war herausfordernd. Ein bisschen tödlich. Aber im Prinzip cool. Und wenn wir schon mal da sind, komm. Holen wir uns auch ein bisschen Stein noch. Nicht alles. Das wäre jetzt übertrieben. Da stehen wir nämlich noch eine halbe Stunde hier. Also ein bisschen was. Hallo, Mr. Skorpion. Wie geht es? Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall nochmal hier rein müssen. Ich habe da so eine Quest eingefügt, wo man die Mine etwas stärker untersuchen muss. Hust, hust. Übrigens schon zu sehen bei Just Me. Glaube ich. Ah, ich glaube, sie hat es noch nicht hochgeladen. In den nächsten Tagen müsste es kommen. Schaut mal vorbei. Die hat sich da irre drüber geärgert. Das ist ganz toll. So, deswegen sind wir hier. Das ist ein schöner cooles Spot. Das Eisen brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, doch, wobei. Nehmen wir auch mal mit, komm. Wenn wir schon mal da sind. Ich weiß gar nicht, können wir die Kristalle da vorne mitnehmen? Schauen wir mal. Ihr habt mir ja schon den Tipp geschrieben. Die nimmt man mit der Hand auf. Ich bin der Meinung, Kristalle sollten mit der Picke abgeprügelt werden. Ja, das sind nur meine Meinungen. Funcom hat da eine andere. So. Haben wir. Gut. Ressourcen, 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 Freunde. Ressourcen und Skorpione. Ui. Jetzt ist einiges los hier. Pass mal auf, da packe ich glatt. Da lohnt es sich ja glatt mal, die Axt auszupacken. Und da ist das Problem, ne? Seht ihr das? Stehen jetzt einfach. Tun nichts mehr. Chillen ihr verdammtes Leben. Und du kannst sie halt einfach totprügeln. Also die Silbermine ist schon ein guter All-in-One-Spot, ne? Kriegst du alles irgendwie. Natürlich keine Unmengen. Och Gott, wir sind überlastet. Was? Wir sind überlastet bei 2000? Das gibt's ja gar nicht. Na gut, die Kohle an sich brauchen wir sowieso nicht. Die schmeißen wir einfach weg gleich. Uns geht's ja um das Carbon. Heißt Carbon nicht auf Englisch auch Kohle? Oder ist das ein anderer Stoff? Ich bin ja kein Naturwissenschaftler. Und bitte das zu entschuldigen. Wie farmt man am besten Eier? Schuhschnäbel töten. So,
Jetzt ist das Ding kaputt, das gibt's ja gar nicht. Gott sei Dank habe ich noch eine dabei. Die hat sich jetzt sehr schnell abgenutzt. Tschüss, Kohle. Oh, ganz, ganz böser Boss. Er macht einen Angriff. Oder zwei manchmal. Na, die Steinchen kriegen wir. Ich glaube, die Kristalle. Die lassen sich hier nicht aufsammeln. Komisch. Nö. Nö. Okay. Dann halt nicht. Gehen wir nach unten zur Queen. Schauen wir noch, gibt's hier ein bisschen Kohle? Hier ist der 3 Totenkopf-Boss. Ich weiß gar nicht, ob der König greift der normal an? Nee, bleibt auch stehen. Da stehen sie wie bestellt und nicht abgeholt. Ich wollte mal gucken, hat der nicht eine Truhe hier vielleicht? Ich habe ja noch einen Dietrich, einen überschüssigen. Hatte der nicht hier eine Truhe irgendwo? Scheinbar nicht. Okay. Muss ja auch nicht sein, wie gesagt. Muss alles nicht. Kann, aber muss nicht. Können wir alles mitnehmen, aber jetzt nicht. Wir legen die Königin. Ja, nu. Balpeteors Magnet, ein Hammer, der nichts wiegt. Nett. Sehr nett. Das Gift kennen wir ja schon. Ja. Nun gut, nun gut. Oh, jetzt müssen wir mal schauen, wo unser Ross steht. Ah, hi. Gutes Ross. Mal kurz hier gucken, ob wir hier nochmal was haben. Vielleicht auch mal einen ganz kleinen Blick ins Stormhold-Lager werfen. Das kann sich manchmal lohnen. Vielleicht steht da was Besonderes rum. Was von Interesse wäre. Mal, was haben wir hier? Captain, okay, langweilig.
Hi. Und was haben wir hier? Na? Alchemist, okay. Gut. Hey! Kommst denn du jetzt her? Wir brauchen weder das eine noch das andere. Ist das mein Kreuz? Ja. Bragoras ist da noch. Oh, der ist noch nicht fertig. Dann machen wir den noch fertig. Stimmt doch einfach. So. Gut, ja, dann würde ich sagen, gehen wir heim. Gehen wir heim und stellen Rüstung her. Nicht Rüstung. Entschuldigung. Wir stellen Waffen her. Beziehungsweise erstmal die Evarium-Barren, die wir ja brauchen. So. Ist das Kroko tot? Ja, sehr gut. Habt ihr gut gemacht, Freunde. Mich wundert es ein bisschen, dass wir gar keinen Carbon hatten. Ehrlich gesagt. Ich dachte, wir hätten zumindest ein bisschen was, aber... Naja, gut. Offensichtlich nicht der Fall. Gut, dann stellen wir uns die Chromium. Ah, stopp mal. Nicht alle. Wie viel brauchen wir denn? Lass mal gucken, wie viel wir brauchen. Wir brauchen... Ach Gottchen. Sarin-Stilbar. Die kann ich noch nicht mal herstellen, oder? Doch, kann ich. Da brauchen wir aber... Oh, Teufelsbärchen. Schön. Schön, schön, schön. Und Ruby-Shards. Naja, mit den Ruby-Shards, das ist kein Problem, aber wir brauchen Teufelsbärchen. Das, glaube ich, steht dann nächste Folge an. Schön. Gut. Aber wir können schon mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall Bronze und wir brauchen Evarium. 12 Evarium. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Also, wir brauchen 12 Evarium. Das heißt 24 Chromium. Na, das trifft sich ja gut, dass wir dann fast schon wieder pleite sind. Das ist ja prima. Da haben wir ja viel davon gehabt dann. Farmen, 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 Freunde. So, zack, 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 zieht durch. Bronze ist ein bisschen leichter. Das kostet nicht ganz so viel. Und nun brauchen wir noch Goldstein. Ach Gottchen, haben wir Goldstein? Da muss ich jetzt erstmal gucken. Ah, haben wir, gut. Glück gehabt. Das mit den Goldnasen hat ja nicht ganz so geklappt. Okay, das war es jetzt eh, weil wir keinen Toppers mehr haben. Aber immerhin, wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben unsere ersten AOC-Barren geschmolzen. Auch wenn es nur 9 Stück sind, es ist ein bisschen was. Ne? Genau. Und in der nächsten Folge, denke ich mal, geht es dann ab in den Norden mit Vollstrecker im Schlepptau. Und dann werden wir uns bösen Bestien stellen. Mal wieder. Das wird ein Spaß. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung und einen Kommentar von euch. Vielen lieben Dank dafür. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.